Einen schönen guten Abend und herzlich willkommen zum heutigen Webseminar Marktanalyse Live. Ich bin Mike Thielen und wir werden mal wieder einen Blick auf die Märkte werfen, denn durchaus wieder einiges auch zu besprechen. Der DAX mit einem Prozent im Minus, wenn man sich das mal so anschaut, aber dagegen stehen Dow Jones und Co., die eigentlich im Plus sind oder nur leicht im Minus. Und daher schauen wir doch mal drauf, was ist da eigentlich los? Zunächst der Disclaimer. Das ist alles das, was ich hier sage und zeige, nur der Information und Demonstration dient, kein Angebot zum Kaufen, Halten oder Verkaufen von Finanzinstrumenten darstellen soll, auch keine Beratung oder Empfehlung ersetzt. So, und jetzt gehen wir mal drauf und blicken auf den DAX. Und wenn wir uns den DAX anschauen, wir haben heute den letzten Handelstag im Juni gehabt, hat er eigentlich mehr oder weniger das gemacht, was er sozusagen auch saisonal machen sollte. Er hat ein Plus ins Ziel gerettet, 0,86% waren es mit Xetra-Schluss bei 15.554 Punkten. Er ist gestartet bei 15.421, also ging es da tatsächlich nach oben, aber auch genauso, wie man es sozusagen im Juni erwarten würde. Leichte Tendenz nach oben bis Mitte Juni, dann ein Zickzackkurs, wenn man so will, hier und eben leichtes Plus ins Ziel retten. Das ist so das, was der DAX so erfahrungsgemäß im Juni macht. Und jetzt haben wir dann morgen, ab morgen den Juli anstehen und der Juli, der auch, wenn wir uns das Ganze saisonal betrachten, durchaus bis Mitte Juli auch recht stark ist. Gestern hatten wir einen starken Tag, heute einen schwachen Tag. Normalerweise, und das kommt vor allen Dingen im Juni, aber auch Ende des Jahres stark zum Tragen, sogenannte Window Dressing an den Märkten, sprich, hier versuchen dann Marktakteure, die zum Beispiel Fondsmanager sind, die zum Beispiel Hedgefondsmanager sind oder sonstiges, ein bisschen ihre Bilanz aufzupolieren, sprich, sich nochmal starke oder stark gelaufene Werte auch ins Depot oder in den Fonds zu legen, besser gesagt, um dann eben zu zeigen, hier seht mal, bei manchen Trends sind wir auch mit dabei und so weiter. Und insbesondere eben zum Halbjahr, aber auch zum Jahresende passiert das. Warum? Weil Fondsgesellschaften Halbjahresberichte und Jahresberichte rausbringen und da kommt das dann ja auch drin vor. Also ein Schelm, wer Böses dabei denkt. Aber so etwas sieht man dann immer wieder auch so um den Halbjahreswechsel und Jahreswechsel dann herum, dass wir dann auch mal nochmal in der Tendenz die letzten Tage nach oben gehen, so wie wir es jetzt auch gesehen haben. Und so ist der DAX hier immer noch entsprechend durchaus auch okay unterwegs, ohne dass er jetzt Dynamik nach oben aufgebaut hat. Und das ist halt eben auch die Geschichte, die man sich hier anschauen muss. Er schafft es eben nicht mehr dynamisch zu laufen, weder als er hier im Mai und dann eben auch schlussendlich im Juni nach oben rausgekommen ist, hier neue Allzeithochs gemacht hat, die erste Junihälfte. Das hat er gemacht, war aber nicht so wirklich dynamisch. Wir sehen es, es ging dann doch wieder immer in die andere Richtung. Und daher haben wir hier einen verhaltenen DAX und er unterstreicht eigentlich auch das Bild, was wir seit Wochen ja wieder sehen, dass Tech mehr gefragt ist und weniger, ich sage jetzt mal, Value oder solche Standardwerte, die vor allen Dingen im DAX natürlich drin enthalten sind, wenn wir uns auf eine BASF, Bayer, Covestro oder wie sie da alle heißen, konzentrieren. Und auf Tech, da fällt einem vielleicht noch die SAP ein und dann hört es auch recht schnell wieder auf. Die Infineon könnte man vielleicht auch noch mit dazu zählen. Aber so kommt es dann eben auch hier. Der DAX, der eben nicht so stark vom Window Dressing profitieren konnte mehr, weil wir eben hier wenig Tech haben und daher der DAX verhalten dann eben im Juni geschlossen. Was also für den Juli, für die nächsten Tage drin, wenn man sich das so anschaut? Ja, Allzeithochs, neue Allzeithochs sind dann natürlich saisonal gesehen drin bis Mitte Juli. Das kann man nicht verhehlen und man muss ja auch sagen, so weit weg vom Allzeithoch sind wir nicht. Wenn wir uns hier bei 15.808 auf einem Rekordstand bewegen, dann haben wir nur noch 270 Punkte.
davon weg. Gestern waren es auch nur noch schrittweise 50, 60 Punkte, die wir weg waren. Also das ist natürlich jederzeit und in kurzer Zeit auch möglich. Und was wir in den letzten Monaten gut beobachtet haben, daher sollten wir hier auch ein Augenmerk drauf legen. Die blaue Linie hier, die ich gerne noch etwas fetter mache. Der DAX hangelt sich entlang der 50-Tages-Linie. Seit geraumer Zeit ist er da immer wieder von nach oben abgeprallt. Solange wir die Struktur aufrechterhalten, ist das natürlich im grünen Bereich zu sehen. Sollte die Struktur aber brechen, sprich wir bewegen uns dann eben auch mal unter der 50-Tages-Linie und dann auch noch nicht nur einen Tag, sondern vielleicht mehrere Tage, dann haben wir hier einen klaren Strukturbruch, der erfolgen würde. Und wir würden dann auch durchaus mal noch die eine oder andere Etage tiefer laufen können. Und die Etage tiefer heißt dann zum ersten 15.000 Punkte, 14.800 Punkte. Da, wo wir hier im Tief im Mai waren, wären da die ersten Zielbilder und wo wir dann eben auch Unterstützung erfahren können, weil es Kaufdruckzonen waren an der Stelle. Also der DAX in beide Richtungen offen, muss man eigentlich so sagen. Aufgrund der derzeitigen Kursentwicklung ist nicht Fisch, nicht Fleisch, was er hier macht. Und daher ist eben der Ausbruch in beide Richtungen möglich, entweder unter die 50-Tages-Linie, wo wir heute dran waren, oder aber auch hier auf ein neues Allzeithoch. Er macht die letzten Tage eben keinen trendigen Eindruck, sondern eben einen seitwärts gerichteten Eindruck, spricht eben auch für die vielen wechselhaften Tage, mal hoch, mal runter. Insofern Richtungsentscheidung hat er jetzt hier noch nicht getroffen. Und die würde dann eben getroffen werden, wenn wir das ein oder das andere treffen, nämlich Allzeithoch überschreiten, was nicht weit weg ist, oder 50-Tages-Linie, die ebenso nicht weit weg ist, unterschreiten. Das sind die beiden Möglichkeiten, und die man dann sicherlich auch abwarten kann und sollte, wenn wir hier entsprechend die 50-Tages-Linie knacken. Mehr gibt es dazu eigentlich auch nicht zu sagen zum DAX. Und daher schauen wir mal auf andere Indizes und wer denn hier möglicherweise besser läuft oder auch nicht. Und da blicken wir dann mal auf den Dow Jones, der uns hier auch begegnet. Und der Dow, der hier mit 0,4% im Plus ist und der hier einen etwas stärkeren Eindruck die letzten Tage macht als der DAX, wenn man sich das beobachtet. Haben wir hier seit dem Tief, was wir Mitte Juni gesehen haben, am 18.06., eine dynamische Aufwärtsbewegung. Und jetzt bewegen wir uns leicht seitwärts an der 20-Tages-Linie. Und dieses Seitwärtsbewegen könnte sich hier auch flaggen- oder wimpelmäßig ausdrücken. Dann wäre die nächste Bewegung auch wieder aufwärts gerichtet und dann dürfte es den Schub in Richtung Mai hoch auch geben. Das wäre eben das Zielbild, wenn wir hier nach oben rauskommen. Das, was der Dow hier gemacht hat, die letzten Tage, also als bullische Konsolidierung zu betrachten, seit dem 25.06. genau an der 20-Tages-Linie, auch an der 50-Tages-Linie. Also die beiden Linien sind da auf einem Niveau. Und sollten wir jetzt hier rüber hinausgehen, also in Richtung 34.501, dann haben wir hier genau den Trigger, den wir eben für eine solche Geschichte brauchen, nämlich dann den Anlauf in Richtung eben 35.095 Punkte. Also Dow Jones macht einen stärkeren Eindruck als der DAX, verharrt jetzt hier 4 Tage lang seitwärts, nicht mehr, nicht weniger, und dieses Seitwärts sieht bullisch aus. Wenn wir nach oben rausbringen, das Ganze dann Allzeithoch als Chance. Auf der anderen Seite gilt es, wenn wir hier natürlich jetzt deutliche Schwäche zeigen, wozu der Dow Jones derzeit nicht neigt, sprich Tiefs in Richtung 34.180 unterschreiten, dann ist das Szenario erstmal vom Tisch, ohne dass wir jetzt hier
ziemlich bärisch aus der Wäsche gucken, aber zumindest hier aufgrund der bullischen Konsolidierung ist das dann nicht mehr gegeben. Der S&P auch leicht im Plus heute am 30.06. kein Allzeithoch gemacht, das hat er aber gestern gemacht. 4.300 Punkte. Also hier wieder gab es wieder Applaus an der Börse, als das passiert ist. Und der S&P 500, damit ist eigentlich auch alles gesagt. Neues Allzeithoch, bullisch, gute Aufwärtsbewegung. Aber auf der anderen Seite sind wir jetzt hier relativ gesehen oben, denn an den Bollinger Bändern dran. Das kann sich zwar noch fortsetzen, aber das heißt, hier darf man jetzt nicht die größten Bewegungen nach oben erwarten, wenn wir hier eine solche Entwicklung haben und wenn wir so kleine Kerzenkörper haben auf der anderen Seite, die wir jetzt hier seit einigen Tagen ausbilden. Sprich, damit kann man auch mal mit einem Rücksetzer rechnen, wenn er denn passiert und der uns dann eben auch hier in Richtung des 23.06. auch wieder trägt. 4.240, 4.250 Punkte in diesem Bereich hinein kann es dann schnell auch gehen beim S&P 500. Es wäre dann nichts anderes als so ein Aufsetzen auf den alten Hochs hier aus dem Mai. Nicht mehr und nicht weniger. Und der S&P, der ja auch tech-lastig ist, mehr und mehr tech-lastig, da haben wir also einige Tech-Werte. Und wenn wir von Tech-Werten sprechen, dann müssen wir auch den Nasdaq betrachten. Und der Nasdaq hat jetzt hier eben weiter die Stärke, nach oben zu ziehen. Tech ist gefragt und der Nasdaq hat es anschaulich gezeigt. Der Nasdaq hat dann eben auch hier jegliche Kursziele, die wir da erst einmal hatten, auch erreicht. Kursziel hier aufgrund dieser inversen Schulterkopf-Schulterformation lag ungefähr bei 4.300 bis 4.400 Punkte. Das wurde erreicht. Wir sind jetzt hier schon fast bei 14.600 Punkten. Und damit haben wir erst einmal Mindestkursziele erreicht. Der Nasdaq hat aber die Tendenz, gerade nach oben zu laufen, mit den Bändern nach oben. Unterschied zum S&P 500. Beide Bänder sind nach oben gerichtet, das obere und auch das untere Band. Wenn ich hier mal kurz die 100-Tageslinie lösche, haben wir also beide Bänder nach oben gerichtet und das ist tatsächlich bullisch zu werten, wenn wir nur eins nach oben gerichtet haben, das andere seitwärts oder aber auch Tendenz abwärts, dann ist das nicht unbedingt bullisch zu werten, aber das, was er jetzt hier macht, auf jeden Fall. Dann sind wir in so einem Bereich wie zum Beispiel hier, wo wir dann mal bis zur 20-Tageslinie konsolidieren, wieder nach oben gehen und so weiter. Solange das so getragen wird, haben wir hier eben ein sehr bullisches Szenario für den Nasdaq und das bullische Szenario, was uns eben jetzt über die Mindestkursziele gebracht hat und damit eben auf neue Rekordhöhen. Wir sehen dann natürlich auch, wenn wir die Marktampel betrachten, mit der 100-Tageslinie auch, ist sie grün. Sogar unter 1% Volatilität, also die durchschnittliche Handelsspanne hier unten 142. Wir sind bei 14.568 Punkte. Das ist also unter 1%, obwohl der Nasdaq ja eigentlich der Index ist, der eigentlich mehr schwankt als die anderen, macht er hier so ein Statement. Das ist also sehr gut zu betrachten. Das letzte Mal, als wir so tief waren, waren wir hier Ende 2020, Anfang 2021 unterwegs. Und da sind wir eben auch hier so hochgependelt. Also Nasdaq macht den besten Eindruck. Beim Nasdaq ist die Ampel auf grün. Beim DAX muss man schauen, ob sie sich da nicht entsprechend auch in Richtung Gelb bewegen möchte. Beziehungsweise gelb ist sie schon wegen der Volatilität, die ist hier angestiegen. Aber wenn die 50-Tageslinie noch bricht, dann wird die Ampel eben noch dunkler, also nicht grün, sondern eher im orangenen Bereich. Und daher sollte man das auf jeden Fall betrachten,
je nachdem, wie der DAX hier rauskommt. Das also zu den entsprechenden Indizes. Was wir jetzt hier noch sehen, ist einmal der Ölpreis, der jetzt wieder angezogen ist und auch nahe seiner 52-Wochen-Hochs notiert. Also sprich, da können wir nicht unbedingt davon erwarten, dass wir jetzt hier nach unten fallen. Viele Marktteilnehmer aus dem Ölsektor haben auch gesagt, dass sie jetzt perspektivisch mit 100 Dollar Ölpreis rechnen in den nächsten Monaten, zum Beispiel 2022. Das heißt also, auch dort lohnt es sich sozusagen, den Blick nach oben zu richten, denn hier Reopening-Geschichten, zum einen erhöhte Nachfragen, die dazu natürlich dann wieder kommen, zum anderen, was wir hier haben, und auch keine so großartigen Fördererhöhungen beim Öl, sorgt natürlich dafür, dass der Ölpreis hier weiterhin stabil und auch stabil nach oben geht. Aber nichtsdestotrotz haben wir jetzt wieder in Asien auch ein paar Verschärfungen der Corona-Maßnahmen gesehen. Das muss man auch mit betrachten, auch aufgrund von den neuen Varianten, die es da eben auch gibt. Und hier heißt es eben auch immer noch drauf schauen, denn das hat ja immer noch Auswirkungen. Und daher eben auch nicht verwunderlich, dass heute Silber und Gold erst einmal steigen. Silber aber auch, wie ich es ja letzte Woche auch schon angesprochen habe, ich glaube, es war letzte Woche, mit dem Thema, dass das hier eher bärisch aussieht, was Silber hier die letzten Tage nach oben in Anführungszeichen gemacht hat. Wir haben gestern eben auch schon den Schwung hier unter das Tief vom, wann war das, 21.06. gesehen. Nicht per Schlusskurs, das ist schon mal gut. Jetzt eine Gegenbewegung. Die Frage ist, wie weit reicht die Gegenbewegung? Derzeit eigentlich nur bis zur Unterkante hier von dieser eingezeichneten Linie. Und daher weiterhin auch ein Augenmerk nach unten richten bei Silber. Das kann einfach nur ein ganz normaler Pullback sein, auch an der 200-Tageslinie, der uns dann trotzdem nochmal danach folgend nach unten führen kann. Insofern, aus dem Schneider ist Silber hier, was die Abwärtsbewegung angeht, noch nicht. Und wenn wir auf Gold schauen, ist das Ganze hier selbsterklärend. Gold hat nämlich ungefähr das Gleiche gemacht, hat sich jetzt nur nicht so stark in Anführungszeichen erholt wie Silber. Auch hier Flaggenbewegung, ähnlich wie bei Silber mit Gold. Und dann ging es doch abwärts und daher hier auch nochmal die 1700 Dollar und die Tiefs hier unterhalb von 1700 im Blick behalten. Das dürfte die nächste Reise sein, wenn man sich diese Formation anschaut, die Gold hier vor sich hat. Ja, das also zu den Indizes Gold, Silber, die wir hier haben. Jobdaten gab es aus Amerika heute zumindest von der ADP, also vom größten Lohndienstleister in Amerika. Und da haben wir Daten gesehen, die nicht so schlecht waren, in Anführungszeichen. Es wurden über 600.000 neue Jobs geschaffen, zumindest laut ADP. Jetzt muss man noch den Arbeitsmarktbericht abwarten. Der kommt ja immer am ersten Freitag des Monats, also an diesem Freitag. Und da können auch abweichende Daten präsentiert werden. Das sieht man auch häufiger. Insofern da nochmal drauf schauen. Da werden sicherlich alle drauf schauen, wie es denn aussieht mit dem Arbeitsmarktbericht aus den USA. Sprich, wie ist denn da das Jobwachstum? Wie ist auch die Lohnentwicklung? Lohnpreisinflation ist hier das Stichwort. Und werden die Erwartungen getroffen, übertroffen, untertroffen? Das sind die Fragen. Was wir in den letzten Tagen aus Europa gesehen haben, Inflationsdaten im Rahmen der Erwartungen, ein leichtes Abschwächen der Inflationskurve sozusagen. Und daher haben wir
an der Stelle erstmal ein bisschen Beruhigung auf jeden Fall gesehen. Und das spielt natürlich auch dem vorhin genannten Tech-Sektor in die Karten. Ist die Frage reingekommen, ob sich die OPEC nicht treffen wollte die Woche. Das weiß ich jetzt tatsächlich nicht genau. Vielleicht weiß ein anderer Marktteilnehmer oder ein Webinarteilnehmer hier dann einfach kurz in den Chat reinschreiben. Schauen wir aber in der Zwischenzeit mal auf die 52-Wochen-Hochs am deutschen Markt, denn auch wenn der DAX 1% im Minus ist, gab es dann doch ein paar und ein paar, die auch beachtenswert sind. Die Märkte, die hier weiter Stärke zeigt, die vergangenen Wochen haben wir sie ja auch eng getrackt und mit dem Durchbruch bei über 150 schon auf dem Schirm gehabt, dann mit der Konsolidierungsbewegung, die ja bilderbuchmäßig war, die wir eben genau bis zu diesem Ausbruchsniveau wieder zurückbekommen haben und dann ging es doch wieder nach oben. Also da hat die Merck eigentlich einen charttechnischen Bilderbuchverlauf genommen. Ausbruch, Pullback und weiter. Das ist das, was man gerne sieht. Und wo es dann eben auch so eine zweite Chance gibt, nämlich bei so einem Pullback, wenn man die erste verpasst hat. Also Merck ganz oben mit dabei. Haben wir die MAN, gut, die muss man jetzt hier nicht mehr groß beobachten, genau wie Audi, auch aufgrund eben der Mehrheitsverhältnisse. Aber was wir jetzt hier eben auch sehen, wenn wir mal den Blick auf eine weitere Aktie schweifen lassen, ist es die Zooplus, die jetzt den Ausbruch wagt. Nicht ganz geschafft hat per Schlusskurs, aber zumindest schon mal kurz drüber gelugt hat und damit auch aus dieser Konsolidierung herauskommt, so eine kleine Tasse mit Henkelformation, die sich da entwickelt, sodass wir hier jetzt auch die 300 durchaus in Angriff nehmen können, wenn wir hier tatsächlich per Schlusskurs rauskommen. Also das wird hier noch spannend. Zooplus. Und Zooplus war ja ein Gewinner der Corona-Pandemie, weil eben auch viel Tiernahrungsbedarf und so weiter online bestellt wurde. Jetzt haben wir hier möglicherweise auch wieder durch die Varianten weiterhin Unsicherheit, sodass da auch Zooplus nochmal neben den starken Zahlen, die Sie ja haben, auch gefragt sein kann. Hapag-Lloyd, ihr wisst, kein großer Fan wegen geringem Streubesitz, macht aber genau das, was man dann eben bei geringem Streubesitz immer wieder macht, an der Schnur gezogen in die eine oder in die andere Richtung laufen. Derzeit ist die Richtung oben und das spricht ja auch für die Containerschifffahrt. Hapag-Lloyd hier mit einem neuen 52-Wochen-Hoch und der Ausbruch über das Hoch vom Mai letzten Jahres, wo wir dort schon mal hier in Richtung 186, 187 unterwegs waren. Jetzt sind wir bei 194. Ja, und wenn man sich natürlich die Preise anschaut, die sind explodiert um das 5- bis 8-fache für eben solche Container und so weiter. Also da profitiert natürlich hier so ein Unternehmen wie Hapag-Lloyd. Edva Optical hat auch heute einen 52-Wochen-Hoch zwar gemacht, aber dann doch wieder zurückgekommen. 12 Euro, da war Schluss an der Stelle. 11,99, um es genau zu sagen. Und der Versuch, aber da rauszugehen. Und wenn ich hier mal etwas rauszoome, dann sehen wir, wo die Edva Optical schon mal war. Ich mache da mal lieber den Wochenchart für auf und den Chart etwas größer. Dann waren wir hier mal bei 12,04. 2015, lang, lang ist's her. Es wäre also ein Riesen-Breakout, der stattfinden würde auf diesem Niveau. Und ihr seht's, davor war es mal zu Zeiten der Dotcom-Bubble, wo wir mal höher waren bei etwa. Also da ist es tatsächlich eben Dekaden her, dann auch noch höher zu sein als die 12,04. Und schauen wir mal, wie sie es und ob sie es schafft daraus. Wie gesagt, es wäre ein Big Picture Breakout, der stattfindet über 6 oder 5,5 Jahre eigentlich in so einer Konsolidierungs Phase drin gewesen. Jetzt mausert sie sich wieder da nach oben. Hier der Hinweis, dass ich da aktuell eine Trading-Position halte.
Und Carl Zeiss Meditec, jetzt im Handelsverlauf dann auch 1,4% ins Minus gelaufen. Eine tatsächlich bärische Kerze, weil wir das gestrige Tief auch noch unterschritten haben per Schlusskurs. Und damit mal schauen, ob wir nicht nochmal in Richtung 20-Tageslinie zurücklaufen wollen, zum Beispiel jetzt in der Folge. Carl Zeiss Meditec hat heute die ein oder andere Aufstufung bekommen. Da gab es auch Kursziele jenseits der 200, die da ausgerufen worden sind. Aber heute erst einmal nicht so relevant für den Kurs. Und daher möglicherweise Abschwächung 20-Tageslinie mal morgen auch im Auge behalten. Ja, das zu den 52-Wochen-Hochs am deutschen Markt. Und dem widmen wir uns jetzt dann nochmal etwas detaillierter, um zu schauen, wer ist denn da eigentlich noch interessant. Und zu nennen ist da zum einen Adidas und auch Puma. Adidas schafft es jetzt hier und hat es jetzt geschafft, den Ausbruch hinzulegen. Warum? Weil es Daten gab. Die Nike hat hier ein extrem gutes Quartal gehabt, hat ein Rekordquartal eigentlich gehabt, was den Umsatz angeht. Das hört sich also gut an und dann sind natürlich auch diejenigen aus der Peer Group direkt mit dabei. Das sehen wir auch bei der Adidas. Die hat es jetzt hier über die 304, 305 Euro geschafft. Endlich muss man da sagen, 307 sogar. Endlich muss man sagen, weil das hat ja ewig gedauert. Und sie ist da ja auch noch ein Stück weit von weg von ihrem Vor-Corona-Hoch bei 317,45. Da sind wir gestern schon mal hingelaufen. Waren auch bei 319 und mit dem Schlusskurs eigentlich genau an dem Hoch, aber heute erstmal etwas schwächer, auch mit dem DAX zu betrachten. Nichtsdestotrotz, bullisches Zeichen, dieser Ausbruch, der hier kommt. Und wer weiß, vielleicht sehen wir es ja genauso wie bei der Merck, Pullback an das Ausbruchsniveau und dann nochmal den weiteren Weg nach oben suchen. Denn das, was die Nike macht, auch Online-Umsätze, die steigen. Genau das macht ja auch die Adidas, das macht auch die Puma, sodass man hier durchaus auch mit einer ähnlichen Entwicklung, und das zeigt ja gerade auch die letzten Tage, und auch einem ähnlich guten Quartal rechnen kann. Die deutsche Börse hat jetzt doch wieder mal positiv für Schlagzeilen gesorgt, denn sie ist hier an ihrem Aprilhoch wieder rangekommen, erstmal abgebrochen dort, aber nichtsdestotrotz sind wir da erst einmal. Die Deutsche Börse hat jetzt eine Übernahme bekannt gegeben von einem Schweizer Kryptounternehmen. Es gab ja in dem Bereich in letzter Zeit viele Übernahmen. Die Deutsche Börse hat sich da bis jetzt noch zurückgehalten. Jetzt gab es aber eine. Und da ist eben auch das Thema Tokenisierung, auch Handel von Krypto-Produkten ein Thema und dann eben auch so eine Infrastruktur dafür. Und da hat man dann eben jetzt eine Übernahme getätigt, um da auch noch weiter diesen Bereich auch auszubauen, denn es gibt da auch viele Projektinitiativen bei der deutschen Börse. Aber in den letzten Jahren, und das zeigt ja auch der Chartverlauf, hat die deutsche Börse kein so glückliches Händchen A mit Übernahmen gehabt, die entweder gescheitert sind oder einfach jetzt nicht so reingehauen haben, sage ich mal, wie sie sollten. Und zum anderen ein bisschen leidtragender der Corona-Pandemie, in Anführungszeichen, zwar auch Rekord-Transaktionszahlen, aber da wachsen andere Marktteilnehmer schneller, auch was die Transaktionen angeht. Wenn man sich das anschaut, auch andere Börsen oder Handelsplätze, wenn man sich Tradegate beispielsweise anschaut, tatsächlich ein größeres Wachstum, was solche Transaktionszahlen angeht. Und so haben wir eben, nachdem wir erst einmal sehr gut aus der Krise rausgekommen sind, in Richtung 170 auch neue Allzeithochs hingelegt haben, einen ja, starken Verfall wieder gehabt an der Stelle, der uns in Richtung 125 Euro geführt hat. Und daher ist es umso wichtiger, sollte es die deutsche Börse schaffen, hier auszubrechen. Es würde bärische Szenarien erst einmal zunichte machen. Ganz einfach.
Leicht drüber waren wir ja, aber eben leicht drüber, sage ich schon, leicht dran waren wir ja, aber eben nicht drüber per Schlusskurs. Dann die Frage, E.ON, die jetzt hier reingekommen ist, die habe ich auch mit dabei. E.ON, ein Short-Kandidat, Fragezeichen. Und wenn man sich das anschaut, kann man bei der E.ON auch sagen, ja, kurzfristig ist das Bild tatsächlich sehr bärisch. Und wir haben jetzt hier auch ein solches Kursmuster an der Stelle, so eine Schulter-Kopf-Schulter-Formation mit steigender Nackenlinie. Das ist das Idealbild. Wir sind runtergefallen, haben hier so einen leichten Pullback an die Nackenlinie gehabt und sind jetzt wieder tiefer. Also die E.ON hat es jetzt hier schon gezeigt, ist jetzt auch unter diese Zwischentiefs von vor ein paar Tagen runtergelaufen am heutigen Tage. Insofern haben wir hier tatsächlich ein sehr bärisches Szenario. Und das bärische Szenario an der Stelle heißt, dass wir hier uns auch nochmal in Richtung der 9,10 Euro, 9,15 Euro bewegen können, was das Kursziel dieser SKS angeht. Hier dazu habe ich eine Investmentposition bei der E.ON, das darf ich hier nicht unerwähnt lassen. Und daher muss man auch bei der RWE schauen, kann das hier eh nicht aussehen, denn die hat sich jetzt noch gehalten über der magischen Marke sozusagen von 30. Also die E.ON hat hier schon schlechtere Vorzeichen gebracht. Mal gucken, ob die RWE dann auch nachzieht aus der Peer Group hier bei den Versorgern. Da gab es gestern eben auch schon so ein Shooting Star. Heute ein tieferes Tief im Vergleich zu gestern. Also Nachzügler RWE, großes Fragezeichen, was eben auch so eine bärische Formation angeht. Dann hätten wir nämlich auch hier von dem Hoch bis zu der grauen Linie, also 30 und oben waren es dann eben hier 38,60, 38,70, also knappe 9 Euro, die es dann hier runtergehen kann in Richtung 22 auch nochmal. Und das wären tatsächlich nochmal die Corona-Tiefs, die da dann unterwegs wären, wenn es denn so kommt. Schauen wir mal, wie sich die RWE da aus der Affäre zieht, solange die graue Linie hält. Ist das Ganze eben noch nicht das Szenario, was favorisiert wird. Ja, und der einzige, fast der einzige Tech-Wert in Deutschland, auf den man mal schauen kann, ist, wenn es denn eben zu einem Ausbruch kommt, die SAP. Denn dann hätte man hier auch noch mal Kurslückenschließungen als Ziel, als erstes Ziel. Das wäre also hier im Bereich von 125, 30 der Fall und dann eben auch nochmal die 130, die da tatsächlich angepeilt werden bei der SAP, wenn es denn dazu kommt. Auch hier die Geschichte, die kennen wir ja alle, Mittelfristplanung negativ angepasst, die es da ja gab und das ist im Oktober passiert, deswegen diese riesige Kurslücke. Dann hat sie sich jetzt verhalten erholt und insgesamt immerhin auch ein Quartalsergebnis mal präsentiert, was wieder gut war, besser war als erwartet. Wenn sie das eben nochmal hinkriegen kann, umso besser. Aber insgesamt natürlich schlechtere Performance als der DAX. Der DAX ist eben auf Tuchfühlung zu den Allzeithochs, die SAP da noch etwas weiter von entfernt. Von daher muss man nicht unbedingt davon ausgehen, ich hatte es ja vor Wochen schon mal gesagt, dass die SAP sich dort relativ stark dem DAX gegenüber präsentiert. Dann die SMA Solar, hier seit ein paar Tagen auch Stärke zeigt. Erstes gutes Zeichen hier
Jawohl, wir sind hier drüber gelaufen, über diese Zwischenhochs aus dem Mai, beziehungsweise von Ende Mai. Da waren wir bei 46, 42. Wir sind jetzt bei 48, 60. Erstes gutes Zeichen, aber, und deswegen noch Achtung, Abwärtstrend noch nicht gebrochen. Der Abwärtstrend bricht hier. 51, 30. Idealerweise führt es dann auch noch über die 55, um dann alle Zweifler zu widerlegen. Und was mich jetzt hier auch fasziniert aktuell ist, dass sie ja Stärke zeigt. Die letzten Tage, gestern stark, heute sich wieder von ihren Tiefs stark erholt in einem sehr schwachen Gesamtmarkt, spricht erstmal dafür, dass die SMA Solar kurzfristig erstmal weiter nach oben möchte. Und wir sind jetzt genau dran an der 5, nee, an der 100 und 200 Tageslinie in Schwarz und Grau hinterlegt. Da kann es ja immer mal wieder Zurücksetzern kommen, genauso wie es eben erstmal passiert ist am heutigen Tage. Und wenn der Ausbruch darüber erfolgt, ist das auch wieder bullisch zu werten. Also der Solarsektor, den sehen wir auch in den USA, der wieder stärker wird, wenn wir auf Sunrun, Solar Edge, Sun Power und wie sie heißen, da alle schauen. Und SMA Solar kommt hier auch etwas später, aber zündet jetzt auch so langsam. Und daher ist das sicherlich auch zu betrachten. SMA Solar scheint hier erstmal einen Boden gefunden zu haben. Und damit haben wir hier auch Kursziele, wenn wir hier so einen Doppelboden unterstellen, die uns tatsächlich dann auch noch hier als Mindestkursziel in Richtung 53, 90, 54 Euro auch bewegen können. Dann haben wir die Airbus, da winkt ein Großauftrag. Da will auch eine Fluggesellschaft wieder über 200 oder 200, 200 Maschinen bestellen. Unter anderem von Airbus auch. Hier sehen wir es, 70 Airbus A321 Neo werden bestellt von United Airlines. Das ist also gut, dass hier eben auch Airbus zum Zug kommt, nicht nur Boeing. Und jetzt haben wir am heutigen Tage ein bullisches Engulfing gesehen. Außerhalb der Bollinger Bänder eröffnet, die gestrige Kerze den Kerzenkörper umschlossen und dann haben wir hier durchaus ein bullisches Zeichen für die nächsten Tage und damit einen kurzfristigen Wendepunkt doch wieder hier in Long-Richtung. Daher auf jeden Fall auch morgen auf den Zettel nehmen, denn idealerweise überschreiten wir direkt mit dem nächsten Handelstag auch das heutige Hoch. Dann haben wir hier nämlich die Bestätigung der Bestätigung, wenn man so will. Dann haben wir die Software AG, die hier auch beobachtenswert ist, denn sie ist jetzt wieder an ihren Zwischenhochs aus dem Februar und Januar und auch November rangelaufen, die hier irgendwo im Bereich von 38, 20, 38, 50 unterwegs sind. Und wenn sie es hier drüber schafft, haben wir hier auch wieder eine etwas bessere Storyline charttechnisch gesehen und dann die Tendenz doch nochmal in Richtung der 52-Wochen-Hochs aus dem September. Mal gucken, ob sie es schafft. Hier die graue Linie muss überschritten werden. Und daher noch kein Signal. Hier dazu auch befindet sich in meinem Portfolio. Genauso wie die Zalando. Die Zalando, die hier auch ähnlich sich in Richtung Ausbruchsniveaus begibt, nämlich Hochs, die wir im Februar gesehen haben, bei 103,25. Wir waren bei 103,35 schon am 25.06., aber nicht ganz gehalten. Zalando hier natürlich auch das Thema Profiteur von mehr Online-Shopping und Profiteur davon, dass sie eine Plattformstrategie haben und immer mehr Läden dann auch draufgekommen sind, auch im Zuge der ganzen Lockdowns, die stattgefunden haben. Und jetzt schöpft man das dann natürlich ab.
dass dort eben auch mehr entsprechende Händler drauf sind, die dann eben auch Gebühren zahlen für verkaufte Sachen und so weiter. Und von daher Zalando, die hier oben auch an einem Durchbruchspunkt sind, wenn er denn gelingt, 103,25, wie gesagt, als Widerstand. Und wenn er durchbrochen wird per Schlusskurs, sieht das entsprechend gut aus. Von Solar vorhin zu Wind jetzt. Nordex mit minus 0,6% auch ja, verhalten, in dem Sinne, dass sie auch schon mal bei minus 3, minus 4% waren heute und sich von ihren Tiefs auch wieder gelöst haben. Nordex hat das gemacht, was ich nie gerne sehe, nämlich eigentlich ohne großartige News höher eröffnet. Und das führt dann sehr häufig einfach dazu, dass Aktien dann wieder zurückkommen und entsprechend auch diese Lücke, die entsteht, schließen. Und das ist dann eben zum einen natürlich einmal eine Chance, erstmal abzuwarten, was passiert hier, bewegen wir uns tatsächlich nach oben oder aber laufen wir wieder zurück, so wie wir es heute gesehen haben. Und sie ist zurückgelaufen, 50 und 200 Tageslinie, die hier waren und damit dann jetzt wieder auch zumindest bis zum Handelsende wieder nach oben gekommen ist. Und daher sollte man sich die Nordex auch anschauen. Es gab in den vergangenen Tagen, zwar nicht heute, aber in den vergangenen Tagen, ein paar Aufträge, die reingeprasselt sind bei der Nordex. Und das ist gut. Und werden Sie ja mal schon mal, dass Sie hier auch durchaus mit den anderen Konkurrenten in dem Bereich entsprechend wieder eine neue Leichtigkeit entwickelt hatte. Das hat sich jetzt hier auch wieder gespiegelt. Und jetzt haben wir hier auch den Bruch der 200-Tageslinie gesehen am gestrigen Tage. Heute hat sie gehalten. Also ist das durchaus ein gutes Zeichen für die Nordex. Nächster Widerstand ist aber hier bei 21,83 schon wieder die 100-Tageslinie. Und wenn sie auch noch gebrochen wird, ist es für den Windanlagenbauer dann doch wieder ein sehr gutes Zeichen. Und dann sollten uns auch entsprechende Anpeilungen an das Allzeit- oder an das 52-Wochen-Hoch besser gesagt nicht verwundern. Denn dann zeigt die Nordex auch schnell wieder Stärke, wie in der Vergangenheit auch. Aus dem DAX habe ich hier noch die Fresenius Medical Care. Und aufgrund dessen, dass sie eben hier auch so eine kleine Konsolidierung seit Mitte Juni möglicherweise wieder hinter sich lassen kann. Und sie hat hier zumindest seit Februar Stärke gezeigt, ist da auch ordentlich nach oben gekommen. Wenn man sich das anschaut für die Verhältnisse, 30% nach oben. Ist natürlich für so eine Fresenius in normalen Zeiten, in 3 Monaten, auch etwas, was man auch durchaus wohlwollend zur Kenntnis nehmen kann. Ist jetzt kein Hotstock und deswegen hier eine ordentliche Performance, die sie da hingelegt hat. Und jetzt möglicherweise der nächste Schritt nach oben. Die Frage, die jetzt hier reinkam von Birgit, gibt es hier einen Golden Cross? Golden Cross für diejenigen, die den Begriff nicht kennen, wenn sich 250 Tageslinie kreuzen, sprich die kürzere kreuzt die längere Linie von unten nach oben, dann haben wir so ein Golden Cross und andersrum heißt es Death Cross. Hier gab es eins. Ja, ich persönlich achte da eigentlich nicht drauf, auf solche Geschichten, denn auch was für verschiedene Auswertungen zeigen, das als Signal bringt eigentlich keine großartige Performance. Und da sollte man eher auf andere Sachen achten. Aber man kann es natürlich trotzdem machen. Ich achte lieber auf charttechnische Ausbrüche, wenn sie denn kommen. Und das Golden Cross
hat dann eben auch hier zur Folge gehabt, dass die vorherigen 28% links liegen gelassen worden sind. Und insofern haben wir hier durchaus auch schon andere Signale, wo man dann auch schon mal 10, 15% vorher eingestiegen sein konnte, verpasst bei solchen Geschichten. Deswegen auf solche langfristigen Dinge, die halt auch vielleicht einmal im Jahr, wenn überhaupt, passieren, ohne dass sie jetzt tatsächlich einen Performance-Überschuss bringen. Wenn man auf sowas achtet, ist hier bei der Fresenius tatsächlich passiert vor ein paar Tagen. Aus dem S-DAX, die Befesa mit einem Durchbruch am heutigen Tag, Aprilhochs überschritten und damit ein schönes prozyklisches Signal. Hier gab es schon wieder extreme Volumensspitzen die letzten Tage, hier auch mit der großen Kerze, also die Vorbereitung sozusagen darauf, dass hier ein Ausbruch blühen könnte, der ist jetzt erfolgt. Deswegen auch mit dabei heute und eine Aktie, die wir die letzten Wochen hin und wieder besprochen haben, die Deutsche Familienversicherung Nebenwert, die hatte ich euch mal gezeigt, weil sie mir so ein schönes Signal, einen Hammer ausgebildet hat mit riesigem Volumen, ging dann nach oben. Jetzt die Konsolidierung an 20 und 50 Tageslinie und Rückeroberung von letztgenannter, spricht für ein mögliches bullisches Szenario mit kleinem Risiko, denn man kann sich hier auch tatsächlich an dem Tief absichern bei 12,06 und damit hier durchaus ein schönes Chance-Risiko-Verhältnis, wenn man unterstellt, dass mindestens das Zwischenhoch vom 11.06. drin sein kann bei 13,70. So, und wenn wir nach Europa schauen, dann haben wir auch ein paar spannende Werte. Zum einen die Etienne, die hier als, ja, damals hat man sie noch Wirecard-Konkurrent genannt und hat die immer kritisiert, weil sie so teuer aussehen. Aber Etienne existiert immer noch und die Wirecard eben nicht mehr. Und Etienne hat jetzt hier seit Februar einfach eine ABC-Konsolidierung hingelegt an der Stelle und macht jetzt wieder Aufwärtsdrang. Das ist also hier ein potenzielles längerfristiges zyklisches Tief, was sich entwickelt hat. 200-Tageslinie wurde da mal kurzzeitig unterschritten, wieder zurückerobert. Und jetzt hat sie hier auch wieder ein, zumindest eine 1, 2, 3 Aufwärtsbewegung gemacht. Und wenn sie eben das Ganze fortsetzt, dann ist auch in Kürze das Allzeithoch hier wieder drin. 2.200 € wäre die Marke. Also von daher bullische Natur mal wieder anschauen und dann eben auch auf andere Payment-Dienstleister schauen. PayPal, auch die Kreditkartenfirmen wie Visa und so weiter sind dann sicherlich durchaus spannend. Umicore, da habe ich auch eine Investmentposition. Bei Umicore kommt der erste Durchbruch jetzt, letzte Woche ja schon mal angesprochen, dass sie sich hier auf den Weg macht, möglicherweise durchzubrechen. Und jetzt hat sie das erste erreicht, nämlich die ersten Zwischenhochs hier zu nehmen, 51,28. Da sind wir jetzt drüber. Was noch fehlt, ist hier auch das Aprilhoch bei 51,82 ungefähr oder 84 aus dem Mai. Das müsste eben auch noch geknackt werden. Aber dann hätten wir hier so diesen Trendkanal, diese Flaggenbewegung, die sich da jetzt ausgebildet hat, durchbrochen. Dann habe ich noch die Old Days mitgebracht.
weil sie auch einen kleineren Durchbruch feiert am heutigen Tage und ihre Konsolidierung auch abgeschlossen hat. Seit geraumer Zeit, seitdem wir hier unter 22 unterwegs waren, hat die AOD ist jetzt das erste Zeichen gesetzt, als sie eben hier im Juni dieses Zwischenhoch aus dem April überschritten hat. Und jetzt geht es eben in kleinen Schritten weiter nach oben. Das ist also gut. Und was eben vor allen Dingen wichtig war, das hier. Das Hoch aus dem Januar zu überschreiten, denn das hat den Abwärtstrend gebrochen. Ganz einfach, der hier vorgeherrscht hat, das war das zyklische Zwischenhoch, das tiefere Zwischenhoch, was überschritten werden muss, um den Abwärtstrend zu brechen. Das hat die AOD gemacht. Sanofi auch mitgebracht, weil sie auch brodelt dort oben, ohne nennenswert jetzt abzugeben, nach unten wieder, bewegt sie sich auf einem recht hohen Niveau und könnte mit einem Durchbruch eben auch für Ähnliches sorgen wie die AOD, dass sie nämlich hier auch einen Abwärtstrend durchbricht. Da müsste sie nämlich über dieses Hoch mal gehen, was wir am 18.09.2020 hatten, 89,40 wäre das. Dann hätten wir hier den größeren Abwärtstrend auch komplett zunichte gemacht. Bei Sanofi ist ja auch so eine Sache noch mit dem Corona-Vakzin, was da ja auch noch in der Entwicklung ist und wo man da jetzt auch länger nichts mehr gehört hat. Aber die sind natürlich sehr breit aufgestellt an der Stelle und mit 110 Milliarden Börsenwert und 36 Milliarden Umsatz im Jahr ist das nur ein kleiner Punkt dabei. Nichtsdestotrotz sicherlich auch durch irgendwelche News diesbezüglich, ob gut oder schlecht, kursbewegend. Und dann noch die Hensoldt, eine Trading-Position aufgemacht. Die hatte ich euch ja auch schon mitgebracht, als sie sich hier so unterhalb dieser grauen Linie bewegt hat. Und das war für mich so ein Zeichen, wenn es darüber geht, dann wird es wieder gut und dann kann es auch durchaus nach oben gehen. Und dann gab es heute auch noch News, dass es einen Auftrag der Bundeswehr gab und es ging 4% nach oben und damit durchaus auch wieder jetzt hier Kurs in Richtung 16 und 17 Euro nehmen. 16 Euro und etwas oben drüber, 16,10, der nächste Widerstand, der hier lauert, 16,18, um genau zu sein. Und damit die nächsten Zielbereiche dabei, wobei es jederzeit Zwischenkonsolidierung geben kann, insbesondere weil wir jetzt hier auch den Schwung außerhalb der Bollinger Bänder gemacht haben, sodass man das auf jeden Fall betrachten sollte. Ja, das zum deutschen Markt. Blicken wir jetzt mal auf die und auf den europäischen natürlich und blicken wir jetzt mal auf Anlagetrends. Da werden wir noch ein paar Aktien finden, die vielleicht auch aus Europa kommen. Und mal schauen, wer denn hier neue 52-Wochen-Hochs gemacht hat aus dem Trendbereich sozusagen. Und da werden wir wieder spannende Kandidaten finden. An der Stelle. Wurde ich aber, glaube ich, rausgeworfen. Daher lade ich mal den Desk gerade neu. Und macht die Anlagetrends nochmal auf. Jawohl.
Da haben wir sie auch schon. Und Liste ist mit 33 Aktien gefüllt. Und wir sehen ein paar sehr bekannte Werte, ein paar weniger bekannte Werte, ein paar Werte, von denen wir gerade schon gesprochen haben. Die Merck ist da zum Beispiel zu nennen. Hapag-Lloyd haben wir vorhin ja auch schon gesehen, mit neuen Hochs und dann aber noch ein paar andere. Und wenn wir mal drauf schauen, Novo Nordisk, Pharma, Biotech, Ausbruch auf neue Hochs und hier die kleine Zwischenkonsolidierung gestern beendet, heute weiter angezogen, Allzeithoch, was jetzt da ist, Novo Nordisk, also trendstark unterwegs. Wenn wir weiterhin in Richtung Pharma, Biotech, Medizintech-Unternehmen schauen, dann haben wir hier Cochlear aus Großbritannien, dürfte das sein, mit neuen Hochs. Wenn wir hier weiter runter gucken, das war jetzt leider nur die Euro-Indikation, wenn wir weiter runter gucken, haben wir vielleicht noch den ein oder anderen Wert aus dem Biotech-Bereich, Intellia Pharma oder Therapeutics besser gesagt. Jetzt nur die Frage, ist das eine Übernahme gewesen oder ist das einfach nur gute Daten gewesen? Das weiß ich jetzt nicht. Auf jeden Fall 22% im Plus. Dadurch, dass wir hier die Kurslücke haben, gehe ich nicht von einer Übernahme aus, denn dann wären wir ja schon an dem Tag schon in Richtung des sozusagen Kursziels gewesen. Also dürften gute Daten gewesen sein, die da rausgekommen sind und damit ein starker Wert auch heute wieder. Was wir die letzten Wochen ja beobachten konnten, Werte wie Pernod Ricard, Anheuser-Busch, Heineken sind nach oben gelaufen, also so Alkoholhersteller. Havesco ist jetzt ein entsprechendes Weinhaus, sage ich jetzt mal, was eben hier auch den Online-Vertrieb von Wein entsprechend bringt und jetzt wieder 3% im Plus ein neues Hoch gemacht hat. Also alles rund um Alkohol, muss man dazu sagen, geht derzeit wieder, natürlich auch wegen Reopening, aber hier bei Havesco dann eben auch durch den Online-Versand und durch bessere Margen, die da zu Rate dann eben oder die dann eben auch verbessert werden können. Und Rémy Cointreau spielt in einer ähnlichen Liga dann natürlich Alkohol und hier haben wir es leider verpasst, per Schlusskurs ein Allzeithoch oder ein Allzeithoch ist es auch zu machen, aber das kann ja noch kommen. Also hier auch Rémy Cointreau mit Stärke. Dann haben wir einige Restaurants, die entweder an der Schwelle stehen, Hochs zu machen oder aber jetzt auch welche gemacht haben. Fast Food haben wir jetzt hier mit Domino's Pizza und Domino setzt damit die Erfolgsgeschichte einfach fort, die sie ja seit Jahren innehaben. Wenn man sich den Chart anschaut, dann wird jedem sozusagen ein bisschen schwindelig, wenn man schnell von unten nach oben guckt. Da, wo sie 2009 irgendwo bei 2 Dollar waren, sind sie jetzt bei 467 Dollar und damit haben die sich mehr als 200-facht und die Erfolgsgeschichte, wie gesagt, geht einfach weiter. Domino's Pizza auf dem Vormarsch. Chipotle habe ich für später noch mitgebracht. Die sind hier sicherlich noch nicht auf der Liste, aber da wisst ihr schon mal, wo die Reise hingeht. Auch andere Schnellrestaurants sind da wieder im Kommen. Und wir werden jetzt gleich sicherlich noch ein paar Tech-Werte sehen, wenn wir uns mal den Bereich hier anschauen. Intuit,
Service-Software, wie geschmiert geht es da einfach nur nach oben, 1,52 Wochen hoch, jagt das nächste, der Ausbruch, der da schon längst im Mai erfolgt ist. Zebra, jetzt habe ich Intuit nochmal aufgemacht, weil sie gerade die Plätze getauscht haben. Zebra Tech hat jetzt am Montag den Ausbruch geschafft und geht nach oben über eine viermonatige oder dreimonatige Konsolidierung, die stattgefunden hat. Also Zebra auch mit nach oben unterwegs. Dann haben wir hier eine Dropbox, Cloud Storage und mittlerweile einiges mehr. Kleinere Konsolidierung abgeschlossen, wieder nach oben gezogen. Auch das sieht gut aus. Hier habe ich eine Trading-Position inne und die hatten wir auch schon mal, als sie hier Ausbrüche mal gewagt hatten und eine Bodenbildung abgeschlossen haben. Also auch hier geht es erst einmal weiter nach oben mit der Dropbox. Adobe, Service Software, Photoshop und Co. Und die haben hier jetzt auch wieder extreme Stärke gezeigt. Der Durchbruch schon längst gelungen über den Spitzenwert aus dem September letzten Jahres. Da ging es dann jetzt Anfang Juni hoch und es geht einfach weiter. Und die Erfolgsgeschichte, ja, ähnlich wie bei Domino's Pizza, ist Adobe natürlich auch eine Erfolgsgeschichte, insbesondere seit 2012, seitdem sie hier Abo-Modelle gemacht haben und keine Lizenzmodelle mehr, geht es da entsprechend nach oben. Und dann haben wir ja auch noch beim Tech-Wert Nvidia. Auch hier folgt ein Rekordhoch dem anderen in den letzten Tagen. Nvidia schon bei $800 gewesen und damit auch so stark wie nie und weiter auf dem Vormarsch. Wenn man sich jetzt mal die Marktkapitalisierung von Nvidia anschaut mit 500 Milliarden und wenn man sich dann auch noch anschaut, was die in den letzten Jahren auf die Beine gestellt haben, dann noch die ARM-Übernahme, die kommen soll, wenn sie denn durchgewunken wird von den Regulierungsbehörden, dann haben wir hier eben ein richtiges Schwergewicht an der Stelle. Und daher heißt es hier, sieht Nvidia vielleicht nur auf dem Papier teuer aus, ist es aber gar nicht, wenn man sich mal die Zukunftsperspektive anschaut. Also viele Tech-Werte auch wieder dabei. Aber auch noch Wasseraufbereitung, Roper Technologies, Evoqua Water Technologies, neue 52 Wochen Hochs. Also hier sehen wir auch wieder vieles, was Wasseraufbereitung angeht. Energy Recovery spielt da auch mit. Auch hier der Durchbruch am heutigen Tage über die April-Hochs, die es da waren, also da darf man auch nicht den Blick von wegwerfen, denn auch hier haben wir mit Pennon Group einen anderen Wert, der auch da nach oben zieht. Wasseraufbereitung, auch natürlich ein Thema für die Zukunft, wo man draufschauen sollte. Also viele, viele Werte, die auch Spannung bieten, die uns hier mehr oder weniger entweder auch geschmeidig nach oben bewegen lassen oder aber auch Werte, die mehr schwankend sind. Also für jeden ist was dabei. Low-Vola-Aktien als auch die, die mehr Schwankungsbreite haben. Also läuft viel. Die Frage, die jetzt noch von Bernhard kam, wie sieht es mit Energy Recovery, die wir gerade gesehen haben, ein bisschen mit einem tieferen Blick eigentlich aus? Und ja, der heutige Durchbruch. Der hier dabei ist, der sieht gut aus. Der sieht auch gut aus hier, was das MACD-Histogramm angeht, was die Slow Stochastik angeht.
Das spricht also alles dafür, dass wir hier nach oben ziehen und Energy Recovery ja durchaus jetzt hier zumindest seit dem 1.4. mit einem sehr schwankungsarmen Ansatz im Vergleich zu vorher, was hier die Kursaufschläge angeht. Und von daher sieht das recht gut aus, was hier passiert. Der Durchbruch wird getragen von beiden Indikatoren, die wir hier haben. Und daher ist das eine Story, die charttechnisch gesehen eben sehr gut ist. Und dann eben hier auch noch mit so einer Tasse mit Henkelformation, sodass wir uns hier auch die 24, 25 zutrauen können an der Stelle, was Kursziele angeht, Mindestkursziele angeht. Ein euphorisches Kursziel wäre die komplette Höhe der Formation. Und da wären wir hier schon fast bei 30 in Richtung 29 Euro und unterwegs, beziehungsweise US-Dollar. Also von daher sieht es mit dem Durchbruch gut aus, wird getragen von solchen auch längerfristigen Indikatoren. Und wenn die Slow Stochastik auf über 80 geht, dann ist das eine gute Geschichte. Denn, wie ich es ja immer wieder sage, Werte über 80 heißen, wir schließen nahe der Hochs. Und so kommen wir dann zu amerikanischen Werten. Und wir werden uns den einen oder anderen anschauen, der hier auf der Liste ist, die Liste bewusst klein gehalten, habe ich da Werte mitgebracht, die antizyklisch, aber auch prozyklisch interessant sein können. Möglicherweise auch sehen wir gleich noch einen, der nicht so gut aussieht. Mal gucken, ob wir da noch zu kommen. Schauen wir erstmal drauf, was ich jetzt hier mitgebracht habe. Amazon, letzte Woche und vorletzte Woche, glaube ich, auch angesprochen. Die bereitet hier so langsam den Ausbruch vor aus dieser Seitwärtsphase, die einfach besteht. Und deswegen nur der Reminder, nicht aus den Augen lassen. Wenn es hier drüber geht, ist das ein sehr gutes, sehr prozyklisches Signal. Und auch als Kursziel lässt sich dann eben so eine Rechtecksformation, die wir hier haben, auch gut nehmen, um genauso eins zu bestimmen, Kursziel. Dann wären wir nämlich hier auch in Richtung 4.100, 4.200 Dollar unterwegs, sollten wir den Ausbruch schaffen. Das würde uns diese Rechtecksformation zumindest nahelegen an der Stelle. Natürlich nicht in einem Schwung, aber perspektivisch bei Amazon ja durchaus möglich. Dann wird es spannend, wenn wir Gold gerade betrachtet haben, sieht es ja eher bärisch aus. Wenn wir die Newman Corp betrachten, könnte das aber nichtsdestotrotz hier ein antizyklisches Manöver sein. Zumindest hier, wenn wir uns die Kursentwicklung von 75 auf hier 62 oder 61,63 anschauen, haben wir jetzt hier am gestrigen Tage tiefer eröffnet als am Montag. Mit einer Kurslücke nach unten sind dann nach oben gezogen, haben also eine Piercing-Line gemacht, oberhalb der Mitte der Handelsspanne von Montag. Und heute ging es dann eben auch wieder nach oben. Jetzt fehlt vielleicht noch ein drittes Signal. Das dritte Signal würde hier sich dann breit machen bei 63,88. Wenn wir das überschreiten, das Zwischenhoch vom 23.06., dann haben wir jetzt zumindest mal eine Trading-Möglichkeit hier für die nächsten Tage auch inne, die uns hier in Richtung der 20-Tageslinie bringt. Mehr würde ich der Aktie noch nicht zutrauen, an der Stelle, weil sie auch stark fallend ist, die 20-Tageslinie. Und dann sieht man häufig, dass wir von so etwas nochmal abbrechen. Sowas, wie wir hier auch gesehen haben, nochmal dann möglicherweise ein tieferes Tief machen, hängt dann natürlich auch mit dem Goldpreis zusammen. Und daher hier eine ja, riskantere Geschichte an der Stelle, wenn man hier ein paar Dollar sehen möchte. Wie gesagt, 20-Tageslinie könnte dann schon wieder das höchste der Gefühle sein. Chipotle mitgebracht.
vorhin gerade mit Domino's angesprochen und Chipotle bereitet sich hier auch vor, wieder auszubrechen. Und wen interessiert die Korrektur? Denkt sich da Chipotle, die ist halt einfach vorbei und es geht einfach weiter. Auch hier haben wir langfristig gesehen, insbesondere seit 2018, eine Aktie erlebt, die extrem stark war, immer mal wieder aber auch von tiefgreifenden Korrekturen geprägt war. Und die tiefgreifende Korrektur einmal hier 2020, Corona-Crash und dann eben die andere etwas tiefgreifendere, das, was wir jetzt hier seit Februar gesehen haben, diese Bewegung, die uns hier eben hier nach unten geführt hat und dann nochmal hierhin. Denn wir haben hier eigentlich nur eine dreiwellige Abwärtsbewegung, dreiwellige Aufwärtsbewegung. Jetzt kann ich hier gerade schlecht zeichnen. Moment. So. Dreiwellig abwärts, dreiwellig aufwärts, fünfwellig abwärts. Das ist eine 3-3-5-Korrektur, die dann eben abgeschlossen ist. Und genau so was zeigt sie jetzt hier. Also, Allzeithochs sind sehr wahrscheinlich, sind zumindest wahrscheinlicher als hier nochmal ein Schwung unter 1300 Dollar. Chipotle also weiter auf dem Vormarsch. ADP, die ADP-Arbeitsmarktdaten kamen heute, größer Wohndienstleister und ADP sollte man auch auf dem Schirm haben, insbesondere wenn der Arbeitsmarkt weiterhin robust ist und Stärke zeigt, dann werden natürlich mehr Arbeitskräfte eben Lohnzettel erhalten müssen, sozusagen. Und viele sourcen das eben aus an einen solchen Dienstleister wie ADP. Und daher mal schauen, ob sie dann auch von einem möglicherweise robusten Arbeitsmarktbericht, der vielleicht am Freitag erscheint, profitieren können. Auf Allzeithochniveau sind sie sowieso. Also mal schauen, ob es hier auch einen kurzfristigen Durchbruch gibt oder aber ob die Aktie na, eher noch mal tiefer will. Schauen wir mal auf die Nike, denn die Nike hat ja hier das Rekordquartal hingelegt und allen vorherigen auch Sorgen zum Trotz hat sie dann einfach gesagt, Konsolidierung abgeschlossen und wir ziehen mit einer Kurslücke nach oben. Das ist natürlich auch etwas, was nicht alltäglich ist für so einen großen Wert, denn die Nike hat jedoch durchaus von dem Schlusskurs des Vortages bis zum Eröffnungskurs schon 13, 14% hingelegt und damit auf eben auch hier wie das Quartal auf Rekordniveau. Das ist schon stark und das zeigt auch die Marktmacht, die Nike hat und hier jetzt auch der Durchbruch aus dieser auch längerfristigen Konsolidierung. Wir haben es ja bei der Adidas schon gesehen. Wir haben es jetzt hier bei der Nike. Negativszenarien sind da deutlich nicht eingetreten. Also auch dort ein gutes Bild, was die Aktie jetzt hier verkörpert. Und sie zeigt hier noch keinen wirklichen Anlauf von Schwäche, dass sie hier mal wieder zurücklaufen möchte, möglicherweise auf das Ausbruchsniveau. Kann aber jederzeit passieren. Insofern auch mal aufpassen, wenn es hier nochmal runterpurzelt, möglicherweise eine Chance für diejenigen, die hier den Einstieg verpasst haben. Apple auch wieder etwas bullischer. Und das würde sich fortsetzen, wenn wir das Zwischenhoch aus dem April überschreiten. Dann haben wir hier auch eine Chance auf auch nochmal hier diese Hochs. Und da muss man gucken, wie die Apple hier an der Stelle reagiert. Denn die Frage ist dann, wie geschieht hier diese ganze Geschichte? Wir hatten es vorhin. Mal, ich zeige mal die Apple. Die Apple hat hier eigentlich eine fünfwellige Abwärtsbewegung aufgebaut. Und das, was jetzt hier passiert ist, und wenn wir nach oben gehen,
könnte erstmal nur dreiwellig sein, dass wir hier auch nochmal in diesem Bereich vorstoßen können, ohne dass wir eine totale gute Aufwärtsbewegung haben. Und dann heißt es eigentlich nochmal fünfwellig abwärts, sodass wir hier möglicherweise noch etwas länger in diesem Korridor uns befinden zwischen 115 und 145. Das wird sich zeigen und weisen, insbesondere wenn das hier eben nicht irgendwie fällig wird. Wenn wir aber so einen Ansatz haben, hier wieder hier runter zu fallen, sollte der Durchbruch passieren und dann nochmal eine Welle nach oben und vorher nach unten haben, dann wäre das ein gutes Zeichen. Wenn aber nicht, dann besteht jederzeit die Gefahr, dass wir hier nochmal fünfwellig abwärts rauschen. Also noch nicht ganz aus dem Schneider, deswegen mit dabei, die Apple, dass das hier nicht klar aussieht. Bei Nike kam jetzt noch die Frage rein, ist da nicht auch die Gefahr, dass Kurslückenschließung stattfinden kann? Es gibt immer wieder verschiedene Arten von Kurslücken. Es gibt die gewöhnliche Kurslücke und es gibt so eine Breakaway Gap, eine Continuation Gap, die es da gibt. Und eine gewöhnliche Kurslücke wird, wie sie eben so schön dann eben auch heißt, gewöhnlich auch geschlossen. Das nämlich dann zustande kommt, wenn gar nichts wirklich newstechnisch passiert ist. Also hier wahrscheinlich oder hier auch wird dann relativ schnell wieder geschlossen. Aber das hier ist eine newstechnisch getriebene Kurslücke, die eben aufgrund dessen auch hier charttechnisch gesehen was ausgelöst hat, nämlich einen großen, großen Durchbruch über ein Konsolidierungsniveau. Und die muss nicht geschlossen werden. Siehe zum Beispiel auch hier. An der Stelle Kurslücke gehabt, auch Quartalsbericht stark ausgefallen. Wurde sie geschlossen? Nein, wir haben hier eigentlich diese Kurslücke nicht zugemacht. Und sowas sieht man dann eben auch häufiger. Deswegen muss man da unterscheiden. Wie gesagt, gewöhnliche Kurslücken ohne News, ja, die werden in der Regel auch schnell geschlossen. Aber solche Kurslücken, die dürften eher geschlossen werden, wenn wir uns mal in einem Bärenmarkt befinden. Und daher das hier an der Stelle sehr bullisch zu werten, was hier passiert ist. JD.com, beschäftigen wir uns mal mit so einem Asia-Wert, China-Wert, der ja, sehr gebeutelt wurde von seinen Hochs von über 105 Dollar, ging es auf etwas über 65 und JD jetzt hier an der Schwelle den Abwärtstrend zu brechen. Ja, das, was ich immer wieder gesagt habe, viele Werte haben immer mal wieder Aufwärtstendenzen gezeigt, ohne dass sie den Abwärtstrend gebrochen haben. JD kann das jetzt hier liefern. Es findet noch nicht statt. Wir sind genau dran bei 80 und die 80 müssen halt jetzt geknackt werden. Und dann haben wir eben aus zweierlei Hinsicht ein gutes Zeichen. Erstens den Abwärtstrend gebrochen. Zweitens haben wir jetzt hier eine inverse Schulter-Kopf-Schulter-Formation implementiert, wenn auch dieser Sprung dort über die 80 gelingt. Und dann wissen wir auch, Höhe der Formation von diesem Kopf quasi per Handstand und bis hin zu der Nackenlinie, die ich jetzt einfach mal horizontal zeichne, weil das halt einfach das wichtige Zeichen ist, diesen Abwärtstrend zu brechen. Und dann wären wir in Richtung 94 möglicherweise unterwegs als Kursziel technisch gesehen. Insofern sehr, sehr spannend gerade, was da passiert. Und damit Abwärtstrend brechend, Mindestkursziel 94. Ob sie dann die Kraft hat, auch direkt wieder in Richtung der Hochs zu ziehen, wird sich noch weisen. Aber zumindest
ist der Abwärtstrend dann erstmal gebrochen. Gleichzeitig würden wir dann einen Aufwärtstrend etablieren. Tesla, wenn ich da mal die Liste so durchscrolle, Tesla hat hier auch die Möglichkeit, mal eine auch wieder bullische, ein bullisches Zeichen zu setzen, nämlich auch hier so ein kleines so ein kleiner Wimpel, der hier lockt an der Stelle. Wenn wir dort also die Hochs der letzten Tage durchbrechen bei 694,70, dann haben wir auch nochmal die Möglichkeit, diese letzte Aufwärtsbewegung hierhin auch hinzukriegen. 750, 760 wäre das Ganze dann. Und dann aber immer noch, was das Kursziel angeht, unterhalb von diesem Zwischenhoch aus dem April. Und das Zwischenhoch ist das wirklich Wichtige. Also erst wenn das geknackt wird, kann man bei der Tesla auch tatsächlich nochmal in Richtung 900 Dollar denken. Aber solange das nicht passiert, hat man hier jetzt eine kleine Trading-Gelegenheit, wenn das eben nach oben gebrochen wird, noch nicht mehr und nicht weniger. Und bei der Tesla bin ich da eigentlich genauso unterwegs wie bei der Apple. Noch ist kein Statement gesetzt, sind wir damit schon fertig mit dieser Konsolidierung. Und daher schauen wir mal, denn hier gab es eben eine fünfwellige Abwärtsbewegung seit dem Allzeithoch dort oben, nur eine dreiwellige Aufwärtsbewegung bis zum Zwischenhoch im April. Und dann hier, Frage, was das hier ist, war das hier auch schon klein und fünfwellig? Und wir waren so schwach, dass es in Anführungszeichen mit der Abwärtsbewegung, dass es nicht unter die 540 ging. Oder aber kommt da noch was, das dicke Ende sozusagen. Und das wird sich eben weisen an dieser dicken grauen Linie. VeriSign aus dem NASDAQ bringe ich mit, weil sie hier auch einfach die letzten Tage Major Breakout geschafft hat. 2019er Hochs, 2020er Hochs waren da unterwegs und jetzt seit zwei, drei Wochen mal etwas mehr auch sich davon entfernt, von diesem Hoch, was wir da 2019 erstmals gehabt haben. Also letzte Woche, diese Woche haben wir uns davon jetzt etwas wegbewegt. Das ist also sehr spannend. Ein Major Breakout bei VeriSign. Dexcom. Da könnte auch ein größerer Durchbruch bevorstehen. Ist kein Zwei-Jahres-Durchbruch, aber immerhin das, was wir im Sommer letzten Jahres erlebt haben bei der Dexcom, nämlich Kurse in Richtung oberhalb von 450 Dollar. Sie bewegt sich so langsam in diese Richtung. Und dann würden wir mit einem Durchbruch eben auch diese Konsolidierung beenden. Constellation Brands. Ja, alkoholische Getränke ist da auch wieder das Stichwort. Und wenn wir da eine Rémy Cointreau gerade hatten, eine Harvesco, kann man auch mal in Amerika bei Constellation Brands vorbeischauen, wenn sie hier den Durchbruch auch schaffen sollte, 244 Dollar. Da müsste es drüber hinausgehen, dann hätten wir das. Und dann haben wir hier auch diese viermonatige Seitwärtsphase, Konsolidierungsphase durchbrochen. Und eBay, ist auch gerade eine Frage reingekommen dazu,
Wie sieht es eigentlich damit aus? Ja, eBay sieht gut aus. eBay hat hier ja mehrere Durchbrüche geschafft vor einigen Tagen. Hier diese Mai- und Februar-Hochs, dann auch noch das Juni-Hoch, das wir Mitte Juni erlebt haben, haben wir am Freitag schon durchbrochen. Und eBay zeigt hier auch sehr viel Stärke an der Stelle, dadurch, dass sie einfach weiter nach oben gezogen sind. Aber auch, wie so oft, mal schauen, wie sie jetzt weiter vorgehen. Auch hier im Pullback an diesen kleineren Ausbruch bei 67, jederzeit denkbar an der Stelle bei der eBay. Wir sind oberhalb der Bollinger Bänder. Das kann zu einem Rücklauf führen. Und daher ist eBay erstens ein guter Breakout-Kandidat gewesen. Zweitens, jetzt aber direkt einzusteigen, möglicherweise einfach zu spät. Und da sollte man einfach mal auf einen Pullback, wenn dann warten, wenn er denn kommt. Aber jetzt ist das Chance-Risiko-Verhältnis einfach nicht mehr gut an der Stelle. Das wäre an einem Breakout besser gewesen. Jetzt erstmal nicht mehr. Und vorher eben auch schon 20-Tageslinie immer wieder die Halt gegeben hat, die eben für den nächsten Aufwärtsschub gesorgt hat. Beispielsweise hier die letzten beiden Male zu sehen. An der Stelle ging es da jeweils dann nach oben. Also das ist ein sozusagen verlässlicher Part in der Aufwärtsbewegung bei der eBay. Immer wieder, auch in der Vergangenheit, wenn wir hier in Richtung Dezember schauen, wo das immer wieder auch einen Rücklauf an die 20-Tageslinie gab, dann wieder der Schwung nach oben. Mehrfach auch im Januar nochmal. Also eBay, so hoch wie noch nie, haben sich da ja auch von dem eBay Kleinanzeigengeschäft getrennt, wollen hier jetzt auch noch mit ein paar Maßnahmen für die entsprechenden Verkäufer auf eBay punkten. Und ich glaube, eBay Plus heißt es, ich bin mir nicht mehr ganz sicher, sondern Geschäft aufziehen, dass man dann eben auch kostenfrei versenden kann und so weiter. Also eBay macht hier derzeit einiges richtig, charttechnisch gesehen sowieso. Mach das jetzt mal zu hier. Es sind zwar noch ein paar Werte da. Maxim Integrated, Salesforce, AMD. Salesforce hatten wir schon mal die letzten Wochen. AMD zieht hoch. Nvidia hat schon neue Hochs gemacht. AMD aber noch nicht. Möglicherweise kommt das noch. Ich wechsle jetzt hier nochmal auf die, auf den relative Stärke Desktop. Und dann gucken wir mal, wer denn jetzt so international eigentlich gut unterwegs ist. Auch im S&P 500. Und da werden wir ja schon bekannte Werte sehen an der Stelle. Wir werden aber vielleicht noch die ein oder andere Überraschung auch nochmal erleben. ResMed hatten wir vorhin auch in der Liste bei den Anlagetrends dabei, hier jetzt auch zu weit nach oben gelaufen, als dass man jetzt hier ein vernünftiges Chance-Risiko-Verhältnis für eine Trading-Position zumindest bekommt. Das heißt, hier steht da möglicherweise auch mal ein Rücklauf an. Rücklauf 20-Tageslinie wäre da wieder das Thema. Mal gucken, ob das passiert oder nicht. Öl zieht an, Range Resources zieht an und daher Nummer 1 im S&P 500, was die relative Stärke nach Levy-Kennzahl angeht, mit 1,35, zumindest was die 65 Tage angeht bei der RSL-Berechnung. Und hier dann eben auch wieder Ausbruch. Solange Öl Stärke zeigt, Ölsektor spannend. Und deswegen haben wir nicht nur Range Resources oben dabei, auch sowas wie National Oil Well, Occidental Petroleum, die hier auch eben oben sind. Und im Nasdaq, wenn man da mal nach rechts schaut, haben wir Moderna.
neues 52-Wochen-Hoch. Da kam die News raus, dass das Vakzin auch gegen die Delta-Variante schützt und auch gut schützt. Und daher der nächste Schwung nach oben. DocuSign. Hatten wir auf dem Schirm die letzten Tage und Wochen. Hier der erste Durchbruch und sie nähert sich dem Hoch vom September an. So ein kleines oder größeres Sell-off-Signal, was da gegeben hat bei der DocuSign und wovon sie sich jetzt lange nicht mehr erholt hat, sozusagen. Und jetzt wieder fast dort oben unterwegs auf dem Niveau von 250. Zoom. Das war ja hier die gute und große Geschichte bei Zoom mit dem schönen Bullish Engulfing, der sich hier entwickelt hat. Leider nicht direkt danach. Jetzt haben wir die Euro-Indikation. Moment. Hier sehen wir es im US-Dollar-Preis. Bullish Engulfing, leider nicht danach direkt ein neues Hoch, aber trotzdem, das war das Tief. Und seitdem geht es nur noch nach oben und nach oben. Und nach wurden alle Linien zurückerobert. 20, 50, 100, jetzt zuletzt die 200-Tageslinie. Und Zoom hat hier grundsätzlich wieder Stärke aufgezeigt. Und von daher sicherlich perspektivisches Kursziel auch nochmal 450 an der Stelle. Peloton ist ganz spannend. Weil wir hier dran sind, durchbrochen haben. Damit ist das sehr negative Szenario, nämlich die Schulter-Kopf-Schulter-Formation, schon gebrochen. Also wir haben erst den Trigger bekommen, also schön mal ins Leere laufen lassen, die Short-Positionierung an der Stelle, und das gibt es eben leider. Deswegen sind es immer nur Wahrscheinlichkeiten in der technischen Analyse. Hier haben wir eigentlich eine große Schulter-Kopf-Schulter-Formation gehabt, die auch nach unten aktiviert wurde. Und danach ging es jetzt in der Folge wieder über das Zwischenhoch vom 8.4. damit neutralisiert. 124,50. Da ging es jetzt die letzten Tage drüber und damit ist das Szenario, dass wir hier von 160 auf 90 uns entsprechend mit einer 45-prozentigen Kursbewegung auch nochmal nach unten wiederfinden. Jetzt nicht hier davon beeinflussen lassen. Jetzt 82% hier in Richtung 53. Das ist zunichte gemacht worden und damit hat sie jetzt hier viel Druck rausgenommen, was eben die Shortseite angeht. Und jetzt eben auch wieder Stärke zeigend. Ja, Aumann wird hier gerade gefragt. Mal gucken, ob wir den Chart hier auch uns anschauen können. Ja, Volumen ist okay. Aumann, kurzfristig sieht es nett aus. Also ich will jetzt nicht sagen überragend, kurzfristig sieht es nett aus, aber die Aumann hat hier das Hoch, was wir hier bei ungefähr 19 haben, knapp drunter wahrscheinlich 18,50, 18,82, um genau zu sein. Erst wenn das gebrochen wird, hat sie hier den Abwärtstrend gebrochen, die Aktie. Also da sind wir noch nicht. Und die Aufwärtsbewegungen sind für mich auch nicht so dynamisch, wie sie sein sollten. Denn wir kommen immer wieder in irgendwelche Bereiche zurück, in irgendwelche Konsolidierungsbereiche immer wieder rein.
wenn wir konsolidieren. Also hier auch wieder sind wir hiermit in diese Konsolidierung reingelaufen. Und das ist eben alles andere als dynamisch. Und solange sie das nicht anders zeigt in solchen Aufwärtsbewegungen, wäre ich da auch weiterhin vorsichtig mit. Insbesondere solange wir uns dort drunter befinden bei 18,10. Und wenn wir uns mal drüber bewegen, auch weiterhin darauf achten. Wie sieht das aus? Grundsätzlich natürlich gut, wenn es hochgeht, aber es sind immer wieder Warnzeichen, wenn wir hier solche überlappenden Bewegungen nach oben sehen. Das macht keiner gerne mit, denn da ist man mal im Plus, mal im Minus, mal wenn man vielleicht plus 10, 20%, dann wieder nur noch plus 2% und so weiter, wenn sowas mal passiert. Ich will solche Bewegungen haben, denn dann habe ich wenig Sorge, dass mein Einstiegsniveau auch wieder erreicht wird, wenn ich mal irgendwo einsteige. Und das ist halt bei solchen Bewegungen anders. Und daher muss sie noch ihre Hausaufgaben machen. Fundamental kann ich zu der Aktie nichts sagen. Der etwas langfristigere Abwärtstrend bricht bei 18,82. Das muss sie aber auch erstmal schaffen. Und dann haben wir da oben Heidelberger Druck, die jetzt hier wieder nach oben gekommen ist. Ja, kurz konsolidiert. Das, was man dann eben auch mal macht, wenn man hier so steil steigt, muss man immer mit rechnen. Und dann jetzt wieder der Durchbruch da drüber hinaus. Also da ist es, geht es auch einfach weiter. Und Steiko die letzten Wochen immer wieder gehabt. Und die letzten Wochen auch immer wieder hier ganz oben mit dabei. So, gucken wir nochmal auf die Fragen jetzt hier zum Abschluss. Wie sieht es mit TeamViewer aus, ist jetzt hier die Frage. Ja, und das ist die sehr gute Frage. Hier an der Stelle ein Bullish Engulfing gesehen, am Tief, war gut. Und dann hat sie sich auch nach oben bewegt, von unter 30 jetzt auf 34, aber dann die ganze Zeit mit der 50-Tageslinie gekämpft und den Kampf erstmal verloren an der Stelle. TeamViewer. Jetzt wieder an der 20-Tageslinie, wird sich jetzt weisen, schaffen wir es drüber auch wieder zu gehen. Ein Tag drunter ist jetzt erstmal nicht so schlimm, sollte sich das fortsetzen, heißt es hier, kann es auch direkt wieder in Richtung der Tiefs gehen an der Stelle. Und dann haben wir auch wieder alles zunichte gemacht, was sie auch gut gezeigt hat. Denn wir sind hier und drüber gelaufen, haben hier mehr oder weniger ein Doppeltief gemacht an der Stelle. Und dieses sollte dann eben auch hier in Richtung 36 führen. Aber nicht, wenn wir jetzt wieder Schwäche zeigen. Also ein Pullback, okay. Ein Pullback hier an die 20-Tageslinie und wir laufen wieder hoch, umso besser. Aber wenn wir die 20-Tageslinie jetzt wieder unterschreiten, dann ist das doch durchaus hier in Richtung 30 nochmal eine Möglichkeit, die da stattfindet. Insofern hier genau darauf achten. Da auch eine Trading-Position und die würde ich eben auch an solchen Stellen dann wieder glattstellen, wenn ich jetzt hier eben wieder Schwäche sehe, möglicherweise auch schon vorher. Je nachdem, wie schlecht der Kursverlauf ist. Also TeamViewer kann ich noch nicht so wirklich wieder leichtfüßig mal auch mehrere Tage hintereinander nach oben bewegen, sondern wir sehen es hier eigentlich immer wieder wechselnd, mal grün, mal rot. Es gab mal 3 Tage in Folge eine grüne Kerze und dann wieder nur noch im Wechsel und beziehungsweise jetzt auch wieder
eher rot zu sehen. Also insofern, TeamViewer ist da auch noch nicht so, dass man sagen muss, jawohl, die geht wieder in Richtung Allzeithochs oder so, sondern das sind erste Nuancen, um möglicherweise nach oben zu kommen, wo man dann eben auch solche Positionen mal eingehen kann, wohl wissend, dass hier die Reise möglicherweise auch noch mal tiefer gehen kann, sollten wir jetzt hier insbesondere eine 20-Tages-Linie-Schwäche zu zeigen. Ist die Allianz ein Short-Kandidat? Fragezeichen. Auf dem Niveau würde ich jetzt erstmal sagen, nein. Einfach erst einmal, weil wir hier schon ordentlich Druck abgelassen haben. Wir sind unter den Bollinger-Bändern. Wir haben jetzt hier ein Unterstützungsniveau. Jetzt shorten ist keine gute Geschichte vom Chance-Risiko-Verhältnis mehr. Und idealerweise macht man sowas dann eben hier entweder oben, wenn wir oberhalb der Bollinger-Bänder erstmal waren und dann irgendeine Short-Geschichte uns etablieren, oder aber wenn wir nochmal zurücklaufen. Zurücklaufen, das, was ich oben zeige mit der 20-Tages-Linie, gilt dann natürlich genauso. Sprich, wenn die Allianz möglicherweise hier nochmal in Richtung 20-Tages-Linie läuft und dann davon abprallt, Short, ja, kann dann möglich sein. Aber vorher, jetzt, ist es vom Chance-Risiko-Verhältnis für mich erst einmal nicht der Fall, insbesondere weil wir jetzt hier die Linie haben, die gehalten hat, die Tiefs aus dem Mai, und daher mal gucken, was sie hier macht, ob sie hier vielleicht auch den einen oder anderen Pessimisten erstmal gelockt hat, um dann wieder nach oben durchzuziehen. Kann natürlich auch sein. Gibt es ja immer mal wieder solche Geschichten. Und wir sind jetzt eben einfach am unteren Band. Und erst wenn wir hier durchbrechen, dann kann sie eben ja auch nochmal Schwäche zeigen, 220, 210, dann hätten wir nochmal 10 Euro an Kurspotenzial oder 209, dann sind wir bei 11 Euro Kurspotenzial, die es dann da runtergehen kann, dann sind wir bei der 200-Tages-Linie. Kann dann passieren, Frage ist, ob das ausreicht, um dann eben auch eine Short-Position jetzt noch einzugehen. Wie gesagt, hier vorher das war schon vieles, was passiert ist jetzt hier mit der Abwärtsdynamik und Seitwärtsphase, solange sie nicht durchbrochen wird. Mal gucken. Raven Industries sieht aus nach einer Übernahme. Leider keine News hier dabei. Also wenn es hier eine Übernahme gegeben hat, dann brauche ich dazu nichts mehr zu sagen. Das lässt es hier vermuten, die Kerzen. Ich gucke noch mal. Ja, CNH Industrial für 12 Milliarden, 2,1 Billionen, Milliarden übernommen. Also da ist die Messe gelesen. Jetzt erst einmal, von daher brauche ich da nicht mehr drauf eingehen. Das ist vorbei. Genau, bei Raven.
kam die Meldung am 23.06. Gibt es auch bei CNBC. Tja, halten oder mitnehmen, da, ob das Angebot da nochmal erhöht wird, keine Ahnung. Kann passieren, muss nicht passieren. Und von daher einfach mal schauen, auch bei den Meldungen, auch bei CNBC, wurde das, der Deal schon angenommen, dann braucht man sie auch nicht mehr zu halten. Dann kann man das Geld freisetzen und in anderes investieren. Insofern einfach mal schauen. Hatsumoto. Wie sieht es hiermit aus, ist die Frage auch reingekommen. Und hiermit sieht es auch erstmal nach einem Durchbruch aus. Sieht natürlich nach einer sehr, sehr volatilen Aktie aus, die, wo man dann eben auch eine gewisse Risikoaffinität für braucht, denn die Schwankungen sind schon ordentlich. Wenn man sich das hier anschaut, zum Beispiel von 7,85 in ein paar Tagen auf 5, da hat man dann eben auch schon mal wieder ein Drittel an Wert verloren und mehr. Das kann dann eben innerhalb von wenigen Tagen passieren oder halt auch noch mehr, von 35 hier oben auf 7. Das ist dann eben auch schon ein ordentlicher Verlust dabei, aber sie hat sich jetzt wieder erholt. Und jetzt haben wir hier einen kleineren Durchbruch, der da bevorsteht. Und die Aufwärtsbewegung, die da erstmal Mut gemacht hat, die dann eben fünffällig auch ausfällt, wenn wir hier durchbrechen, da dann aber immer wieder auch bei Korrekturen immer wieder damit rechnen, dass wir ja auch locker von 20 mal auf 14 oder auch auf mal 13 oder so runterfallen können, ohne dass die jetzt hier eine Aufwärtsbewegung zunichte gemacht hat. Das muss man da auch immer wieder mit betrachten. Insbesondere sieht man häufig bei so einer ersten, ich sage jetzt mal, wenn es so kommt, fünffälligen Aufwärtsbewegung, die Korrektur, die geht meist hier nochmal in diesen Bereich rein, bevor wir dann nach oben dann möglicherweise nochmal durchstarten. Also derzeit erst einmal natürlich die Dynamik, jetzt wieder seit den Tiefs hier auf der Oberseite zu finden. Also das sieht hier besser aus als zum Beispiel das, was wir bei TeamViewer gesehen haben, wo es dann so nach oben geht. Hier ging es wie an der Schnur gezogen nach oben. Dann hier war in Richtung 200-Tageslinie wieder Halt gefunden und jetzt wieder der Schwung, der nach oben ging. Also von daher sieht es jetzt für den Moment erstmal gut aus. Zielbild wäre hier 21,30 erst einmal und das zu knacken wäre ein Meilenstein für den weiteren Verlauf der Geschichte. Und auch hier wird es jetzt erstmal getragen von den Indikatoren. Beide zeigen dann auch in Long-Richtung derzeit und insofern spannender Durchbruch, der hier passiert.
Und die Warta, die jetzt noch angefragt wurde, die Warta natürlich jetzt hier wieder schwächer. Warum? Weil jetzt wieder irgendein Analyst sagt, Konkurrenz aus China, auch für diese ganzen kleinen Batterien, für so Kopfhörer, für diese Zellen. Und da gibt es doch ein paar entsprechende Konkurrenten aus China. Die Frage ist natürlich, wie weit kann das die Warta beeinflussen, wenn Amerika, und Apple ist ja hier Großkunde bei Warta, wenn Amerika immer mehr einschränkt, was China angeht und dann eben auch möglicherweise Kooperation oder auch hier Lieferketten untersagt. In der Zukunft, dann muss das gar nicht so schlecht für Warta sein, aber Konkurrenz, wenn es eben stimmt, was ihr Kepler sagt, ist das natürlich immer wieder eine Gefahr, die man nicht ausblenden darf an der Stelle. Und hier haben wir dann eben jetzt mal wieder schwächere Kurse und das ist eben immer wieder dann. Warta ist zwar ein Unternehmen aus dem MDAX, aber ein MDAX-Wert ist halt nicht von der Größe her sowas wie irgendein Wert aus dem S&P 500, sondern hier auch relativ leicht dann eben auch zu drücken, auch durch solche Meldungen, die es dann eben da gegeben hat. Und von daher schauen wir mal, wie die Reise hier weitergeht. Aber jetzt erstmal die nächsten Tage, letzten Tage waren schwach. Interessant wird es hier bei den 126,90, wie es da weitergehen kann. Denn das sind ja auch keine neuen News von Kepler. Die hatten wir ja letztes Jahr auch schon und auch Anfang diesen Jahres, wo es dann immer wieder hieß, da Konkurrenz aus China, Konkurrenz aus China kann passieren, kann da sein. Aber es sind jetzt eigentlich nur aufgewärmte Dinge, die jetzt da nochmal für Schlagzeilen auch gesorgt haben. Eine reale Gefahr, die sich charttechnisch gesehen insbesondere dann nochmal ausdrückt, wenn wir die 126,90 unterschreiten. Denn vorher war die Warte auf gutem Wege, weil wir ja auch so schnurstracks nach oben gelaufen sind, von 110 auf 146 ungefähr und jetzt erst einmal konsolidieren. Und wir sehen es hier auch noch, 50% Retracement ist genau dort bei 126,90 ungefähr. 100-Tageslinie liegt da, 50-Tageslinie liegt da. Da haben wir also einen ordentlichen Unterstützungsbereich auch vor uns. Ja, und Ginkgo Solar ist jetzt noch angefragt. Letzter Akt für heute. Wie sieht es damit aus? Hat jetzt ja auch schon viel gemacht, guten Quartalsbericht präsentiert und dann ging es 3 Tage einfach gehen Norden und mit ja, zweistelligen Kursbewegungen. Und hier gilt jetzt erstmal sicherlich auch vielleicht überhitzt über den Bollinger Bändern. Aber was gut ist, Ginkgo Solar hat den Abwärtstrend gebrochen. Ja, spätestens bei 50, vorher auch schon hier eine Etage unten drunter bei 40. Das war der Durchbruch, den wir hier erlebt haben, der Hoffnung gemacht hat. Solar ja wieder gut unterwegs. Volumen stimmt mit dem Ausbruch nach oben, aber immer wieder jetzt auch mit einem Rücksetzer rechnen, der auch mal etwas ordentlicher ausfallen kann, steiler also und nichtsdestotrotz durch den Quartalsbericht, durch die starken Zahlen hier und dem Volumen ist das sehr, sehr relevant, was hier auf der Oberseite passiert ist. Und willkommen zurück im Aufwärtstrend sozusagen, zumindest seitdem wir hier im Mai die Tiefs ausgebildet haben. Und jetzt eben auch den Abwärtstrend gebrochen haben, ist das durchaus bullisch, aber Rückschläge jetzt erst einmal mit einkalkulieren.
dadurch, dass wir jetzt hier innerhalb weniger Tage einfach auch von 0 auf 100 gegangen sind und 60% gemacht haben. Auch hier dann für längerfristige Engagements zeichne ich das mal kurz ein. Auch eine inverse SKS, wenn wir das als Kursziel haben, sind wir hier auch noch mal in Richtung 70 Dollar auch unterwegs. Also das bringt Hoffnung bei Jinko Solar. Auch hier newstechnisch mal darauf achten. Da ist ja auch der Ton rauer geworden von den USA, was dann eben auch hier die Solarbranche angeht und dann auch von China irgendwelche Dinge einzukaufen aus Photovoltaik und so weiter. Da hat Joe Biden ja auch was gesagt. Da muss man mal drauf schauen, welchen Einfluss das hier auch noch haben kann. Aber erst einmal sehr, sehr bullisch, das, was wir von den Quartalszahlen und charttechnisch gesehen jetzt gesehen haben. Aber wie gesagt, auch mal auf Rücksetzer achten. Rücksetzer, die uns hier auf 50 nochmal relativ schnell runterführen können, ohne dass wir hier jetzt eine stark eingetrübte Lage bekommen oder vielleicht sogar hier auf diese Trendlinie zurück, die ich euch hier jetzt eingezeichnet habe. Dann wären wir nochmal in Richtung 46, 47 unterwegs. Genau, Michael schreibt auch gerade, alle Solaraktien haben konsolidiert am heutigen Tage. Genau, da gibt es auch einige, die ja in ähnlicher Form unterwegs waren. Also grundsätzlich Stärke im Solarbereich, ja. Aber deswegen Konsolidierung kann dann jederzeit passieren, wenn man so eine starke Kursbewegung gesehen hat. So, das war's aber jetzt für heute. Eine Minute vor acht. Damit Abschluss für heute. Wenn ihr Fragen habt, gerne akademie@sbroker.de. Gehe ich darauf ein im Laufe der Tage oder im Webinar. Ich wünsche euch jetzt noch einen schönen Abend. Erfolgreiche Trades und Investments. Auf jeden Fall erfolgreicher als Deutschland gestern im Fußball gespielt hat. Und daher euch alles Gute, bis zum nächsten Mal. Nächste Woche Mittwoch wieder, beziehungsweise noch ein Hinweis. Es gibt auch noch ein neues Webseminar gemeinsam mit von Tobel. Wer sich für Kryptowährungen interessiert, der kann da dann zuhören am 8.7. Ich bringe euch gleich noch den Link hier rein. Es heißt nämlich Kryptowährungen mit Zertifikaten am Megatrend partizipieren. Und der Teilnahmelink folgt sofort. Im Chat. Genau, ansonsten auch im Trading Desk, wenn ihr drin seid, dann könnt ihr da auch draufklicken. Hier jetzt dargestellt. Könnt ihr euch gerne anmelden oder hier rechts die Box, die dann immer wieder aufgeht. Einfach draufklicken und dann seid ihr auch dabei. Also, bis zum nächsten Mal dann. Nächste Woche Mittwoch. Und dann am 8.7., das ist dann Donnerstag in einer Woche, das Webseminar mit von Tobel. Also habt eine gute Zeit. Ciao.